Es geht los. Heute gibt es bei uns Kürbissuppe. Der Herbst steht langsam vor der Tür und ich habe Kürbis entdeckt und habe gedacht, den muss ich mitnehmen und es gibt eine leckere Kürbissuppe. Ich liebe es, die Kinder lieben es, wir alle lieben es. Hier ist mein Kokaido-Kürbis. Den habe ich einfach nur gut von außen gewaschen und grob klein geschnitten. Ingwer, Zwiebel, Knoblauch. Und mein Suppengrün, habe ich euch ja gezeigt. Da habe ich jetzt eine Tüte reingemacht. Steht alles vorne drauf. Wenn nicht, kauft euch dann halt diese Packung Suppengrün und die könnt ihr direkt hier reingeben. Aber das muss ich sagen, schaut da vorbei, eine große Empfehlung. Es geht ganz simpel und einfach los. Und zwar, das kommt jetzt auf den Herd. Ich übergieße das mit Wasser. Ich schaue mal, ob mir der Liter reicht oder ob ich noch Wasser hinzufüge. Das heißt, achtet bitte auf die Mengenangaben. Immer auf das Bild vorne. Manchmal kann ich es nicht einschätzen. Da würze ich nochmal nach oder gebe nochmal Wasser dazu. Also achtet immer auf das Bild vorne. Da steht immer alles ganz genau drauf. Macht euch da einen Screenshot und mit den Zutaten könnt ihr dann einkaufen gehen. Wer kein Ingwer mag, ist zu stark vom Geschmack, ist, lässt es auch einfach weg. Gar kein Thema. Paar Gewürze und zum Schluss mache ich gerne Kokosmilch rein. Könnt ihr natürlich aber auch austauschen, wenn ihr wollt, mit Sahne. Aber durch diese bisschen süße Kokosmilch und die Kokain des Kürbis, ein Traum. Also, wie gesagt, ich mache jetzt einfach alles hier auf den Herd, übergieße das mit meinem Wasser und dann schalte ich schon den Herd an und lasse es einfach schön kochen, bis es so eine leichte, ja, Matschepampe hat. So, also ich sehe schon, ich werde hier noch gleich einen halben Liter erstmal hinzufügen. So, ihr Lieben, es geht weiter. Meine Suppe hat jetzt hier wirklich fast eine halbe Stunde geköchelt. Ich habe auch gerade die Gewürze reingemacht. Und was ich gemacht habe, immer zwischendurch, ich bin mit einer Gabel. Das einzige Gemüse, was jetzt hier, sage ich mal, am längsten dauert, ist Möhre und der Kokaido-Kürbis. Aber ihr seht, ihr könnt Butter leicht mit einer Gabel reinpieksen. So mache ich immer die Probe, genauso mit der Möhre. Und wenn ihr super gut reinpieksen könnt, ist das Ganze fertig. Ich habe jetzt auch hier runtergeschaltet. Was ich jetzt mache, ist, ich schiebe es zur Seite, mixe das Ganze durch. Ich lasse es von der Konsistenz jetzt erstmal so von der Flüssigkeit, weil ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich habe ja noch einen halben Liter reingemacht. Also bis jetzt sind bei mir hier anderthalb Liter drin. Ich mixe das Ganze. Das wird dann ein bisschen dick und cremig, aber wir machen ja noch die Kokosmilch rein und dann wird es wieder ein bisschen flüssiger und geschmeidiger. Ja, das heißt erstmal schön gar kochen, Gewürze rein und jetzt durchmixen. So, ich bin fertig. Ich habe meine Suppe durchgemischt. Ich habe meine Kokosmilch reingegeben. So sieht das aus. Ich finde von der Konsistenz perfekt. Nicht wundern, die wird noch ein bisschen nachdicken. Das ist ganz normal. Wird sie euch zu dick, könnt ihr da noch mal ein bisschen Milch, Sahne, Kokosmilch oder auch einfach Wasser hinzufügen. Aber ich lasse es einfach so. Ich lasse es kurz noch ein bisschen hier köcheln. 2-3 Minuten wegen der Kokosmilch. Und dann ist das hier auch schon erledigt. Ich zeige euch gleich, wie ich das dann serviere. Ich glaube, ich mache vielleicht ein bisschen Joghurt drauf, paar Kürbiskernen, bisschen Brot und habt ihr eine tolle Suppe. Ja, lecker, einfach, schnell gemacht, low carb. Ja, falls ich was vergessen habe, schreibe ich es unten in die Infobox. Und ich finde das auch eine super Suppe, auch für Kids. Also meine Kids lieben es. Ja, die essen dazu immer schön Joghurt, selbstgemachte Toastscheibe, mache ich denen dann Croutons oder Chips drauf. Ganz, ganz lecker. Also, ihr Lieben, viel Spaß. Und wie gesagt, falls ich was vergessen habe, steht es unten in der Infobox. Schmeckt natürlich ab, da hat ja jeder einen anderen Geschmack, gerade was Salz angeht. Wir haben dafür heute schön Suppe und wenn was übrig bleibt, habe ich auch morgen eine tolle Suppe.
Also bis dann, ihr Lieben. So, eigentlich wollte ich mich nicht mehr melden, aber ich wollte es euch noch mal kurz angerichtet zeigen. Ich habe ein bisschen Pfeffer drauf gemacht, eigentlich jetzt nur Deko. Und hier ist ein bisschen Joghurt. Ich habe abgeschmeckt, geschmacklich super, Konsistenz perfekt. Wie gesagt, tastet euch daran. Mögt ihr es dünner, macht nochmal Flüssigkeit rein. Hier habe ich ein bisschen Brot, Chips, einfach so ein bisschen angetoastet, angebacken. Sehr lecker. Da könnt ihr euch noch ein paar Körnchen nehmen, Sonnenblumenkörnen und drauf machen und genießen. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen.